Seid mir gegrüßt, werte Freunde, zu Rising World. Wie ihr seht, habe ich nochmal alles abgerissen. Nur um alles doch oben drauf zu bauen. Hier habe ich beschlossen, was anderes hinzumachen. Und das tun wir jetzt auch. Wir werden hier mehr oder weniger so eine natürliche Höhle machen. Deswegen will ich jetzt hier Erde klatschen. Und wie ihr hört, läuft jetzt meine Musik hier. Okay, mein Mausi jetzt nicht, aber wisst ihr Bescheid. Ich habe doch jetzt entschlossen, mal reinzupacken. Ah ne, das kann man nicht so. Oh, das ist ein bisschen komisch, aber ich krieg schon irgendwie hin. Ich habe genug Erde mit. Zweifle ich zwar, aber. Ja, bei einer Schicht wird es nicht belassen. Dass ich doch mehr Stein als Erde klatsche. Das will ich jetzt aber nicht. Und wie bei der neuen Musik ist da jede Menge Neues dabei. Was ist das denn hier? Also das passt mir jetzt gerade irgendwie gar nicht. Nee. Ist ein bisschen komisch.
hier ist das jetzt wieder ineffektiv, wie ich das mache. Meine Art zu schaffen. Aber manchmal lässt mir das Spiel auch keine Wahl irgendwie, hä? Aber wenn ich, sobald ich hier die Erdschicht überzogen habe, kommen dann Fichtenbäume drauf. Also nur kann ich ja mit dem Hammer auch noch abrunden, ne? Hab ich ja letztens festgestellt. Weißt du mir jetzt Let's Play oder? Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Na toll. Hallo? Krieg ich aber was hin? Sorry, jetzt habe ich ja 8 Minuten lang kaum was gefaselt. Ne, die Burg wollte ich ja, ne? Wollte ich dann doch oben rumbauen. Also all das Gestein, was ich schon verarbeitet habe, ist jetzt da oben. Da wurde jetzt aber nichts Neues hinzugefügt. Warum leuchtet da grün? Was war das denn? Oh, warte mal, ich habe müssen was ein. Ah doch. Ein bisschen an den Einstellungen was geändert. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt mehr Optionen gibt. Noch Getränk drin? Ja, habe ich. Nachdem das geschafft ist, werde ich mir auch was zu mir nehmen.
Ja, mehr Erde und nicht Stein. Ich meine, was habe ich in der Hand? Was ist das denn hier, ey? Ich erzähle schon wieder nichts, ne? Habe ich überhaupt von meiner musikalischen Karriere erzählt, so ein bisschen? Ich meine, da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Außer, dass mir halt ein guter Kumpel dazu verholfen hat, zu meinem Musikprogramm. 2007 fing der da an. Das bin ich ihm heute noch dankbar, auf jeden Fall. Weil ohne seine Hilfe könnte ich das alles nicht machen. Bin ich nicht ganz so zufrieden. Ah ja. So wird das. Finde ich gut. Kann ich ein bisschen was einstampfen. Passt. Jedenfalls, also ich habe da halt von 2007 an dann hergemacht. Halt immer mehr an der Quali rumgeschraubt. Bis, naja, 2008 fing das schon an mit dieser Übersteuerungsgeschichte da. 2010 wäre... Also, ich glaube, die Wesen wissen das noch über meine Kanalgründung. Also 2010 hatte ich ja meinen YouTube-Kanal da erstellt. Und da war meine Musik noch grottenschlecht in der Qualität. Das war ja wirklich dann sehr übersteuert. Bis 2011, da hat er da doch nachgelassen. Diese Übersteuerungsgeschichte. Naja, und nach fand ich halt meine Qualität irgendwo, ne? Weiß ich nicht, und 2014 bin ich auch erst auf den Trichter Rheinland-Frost gekommen. Ich weiß gar nicht, wie bin ich jetzt überhaupt nochmal auf den Namen gekommen? Wahrscheinlich zu ein bisschen von Celtic Frost beeinflusst. Obwohl das überhaupt kein Metal ist, was ich da mache bei Rheinland-Frost. So, dann platziere ich hier mal die Fichten.
Jedenfalls. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte immer diesen Namen wie von wegen Hellraiser, aber das gab schon einen Bandnamen und um das zu vermeiden, hatte ich dann Hellboy genannt. Bis 2009 irgendwann hat es mir das nicht mehr so wirklich gepasst. Ich wollte eher fantasievolleren Namen nehmen, dann Nocturnal Orcish Death Knight, weil ich zu sehr in Warcraft dann... weiß ich nicht. Kam eben durch Warcraft mitunter. Warcraft 3 genau zu sein, da hatte ich mich ja totgesuchtet in eigenen Karten. Oh, warte mal, da verteile ich noch ein bisschen besser um. So. So, und wenn ich auch Steine habe, ich warte aber auch noch so lange, bis die Fichten dann gewachsen sind dabei. Dann will ich den Mantel machen, die ummanteln, also umschließen, die Hülle. Ah ja, da will ich noch ein bisschen Gras noch ruppen. Das will ich auch noch. Ah ja, vielleicht noch ein paar Blumen da hinsetzen. Das passt ja dann wieder. So, habe ich so viel Erde gar nicht gebraucht. Übrigens... außerhalb der Aufnahme sind tatsächlich mal Banditen vor meinem Haus gespawnt. Ich meine, ich konnte die abwehren zum Glück, aber trotzdem. Jetzt müsste ich das eigentlich wieder aktiv haben, warte mal. Banditen nur nachts spawnen. Ich hatte die auch bei Tag bei mir irgendwie. Jetzt habe ich aber mein Schwert nicht mit. Das ist das Dumme. Und meine Spitzhacke. Weh, die sind jetzt wieder vor meinem Haus. Wäre aber auch sehr asozial, wenn die mir meine Vorräte plündern. Ich hatte so Sachen abgewonnen wie Bomben. Hä? Waren denn hier drei Schweine auf dem Berg? Auf dem Hügel wohl eher. Ich bin übrigens so froh, also demnächst werden mal nochmal ein Gothic Remix kommen, also über Rheinland-Frost. Denn dank der Jorgensson-Gruppe sind wir endlich mal an Gothic-Dialoge rangekommen. Das wird lustig. Hier, da. Alte Granate, ein Schwert, das nehme ich jetzt auch mal mit. Baumsetzlinge, ja, da hatte ich ja nur so Blumen. Mal hiervon, ein paar davon.